Toni Gahn ist bei uns. Wo warst du denn schon so in den letzten Tagen? Ich muss mal nachdenken. Ich war in Paris hauptsächlich für 4 Tage, musste aber wirklich für 20 Stunden nochmal nach New York. Das war sehr nervig. Wann bin ich nach New York gefahren? Samstag? Nee, Tag ist heute. Ja. Ich war Samstag. Nee, Sonntag in New York, Montag Paris. Das ist heute Mittwoch. Gestern bin ich hier angekommen und jetzt bin ich hier 2 Tage. Ich meine, wir wissen das alle, man hört das ja auch immer von euch allen, dass ihr eben, also man ist ja viel deutschlandweit unterwegs, aber international unterwegs zu sein, bedeutet ja auch, dass das so viel Zeit kostet, weil du musst ja auch aus der Pariser Innenstadt zum Flughafen. Genau. Oder aus der New Yorker Innenstadt zum Flughafen. Ja. Du brauchst doch dann dafür auch sehr viel Zeit, ehrlich oder? Ehrlich gesagt nerven mich oder diese gehst du mit Flughafenfahrten nerven mich am meisten. Besonders in London und New York dauert das immer so zum Teil bis zu 2 Stunden, weil ich oft immer Rush Hour ankomme. Paris und Mailand und so, ich habe letztens vor ein paar Tagen in Motorrad genommen, das ist super. Ich liebe Motorräder morgens. Man kommt wirklich innerhalb von 30 Minuten an. Aber saßt du auf dem Motorrad vorne drauf? Ja, das ist der ganz normale Fahrservice als Motorrad. Und du sitzt hinten drauf? Unser Kofferpack geht auch noch hinten drauf. Das ist ein super schönes Koch. Das ist ein richtig geiles Motorrad. Das sind so große Dinger. In Paris? Ja, in Paris mache ich es meistens. Mhm. Und man kann wirklich mit dem Helm auch seine Musik hören. Okay. Also man kann ihm vorher sein iPhone geben, wenn man will, und mit dem reden. Und ich liebe das. Aber man darf halt keine Angst haben, weil er geht schon so wirklich genau zwischen die Autos. Mhm, verstehe. Mhm. Das ist ja toll. Das ist mein Lieblings. Aber sonst, so im Flugzeug schlafen und sitzen, finde ich voll okay. Das ist gemütlich und man pennt halt. Aber diese Zufahrten nerven sehr. Du bist ja so kurz in jeder Zeitzone, dass man sich gar nicht wirklich dann dran gewöhnt, oder? Ja, oder ich meine, versuch's ein bisschen, bist du nicht dann ständig müde? Ja, also zum Beispiel der New York Trip, natürlich versuche ich dann in der deutschen Zeit zu bleiben. Dann bin ich auch Pariser Zeit, bin ich auch 4 aufgewacht und bleib dann in der Zeit. Ab und zu, wenn ich innerhalb von einer Woche so 2-3 Mal hin und her fliege, weiß ich auch nicht, in welcher Zeit ich bin. Ich versuche es ein bisschen zu planen, aber eigentlich, es geht schon sehr schwer. Aber ich merke es auch mittlerweile. Also, ich werde älter. Ich merke es. Ohne Witz. Mit 50 ist alles einfacher. Weißt du manchmal auch nicht, wo du bist nachts, wenn du wach wirst? Ich werde eigentlich nicht wach nachts, aber wenn ich morgens aufstehe aus dem Hotelzimmer, ich habe keine Ahnung jemals, wo die Fahrstühle sind. Links oder rechts, ich gehe immer falsch. Jeden Morgen eigentlich. Du bist, glaube ich, 2006, vor 10 Jahren, von einer Frau angesprochen worden in der Hamburger Innenstadt. Bist du dem damaligen Zeit, wie alt warst du damals? 15, 14. 2 Wochen später bin ich 14 geworden. Okay, also du warst noch sehr jung. Mhm. Hast du mit 13 schon ein Empfinden dafür gehabt, dass du outstanding, schön und umwerfend großartig bist? Vielen Dank. Aber nein, also wir haben nie über mein Aussehen wirklich gesprochen. Mir ist aufgefallen, dass ich schon immer so 1 Kopf, 2 Köpfe größer war als meine ganzen Freundinnen. Ich glaube, auch deshalb bin ich nur aufgefallen, ehrlich gesagt. Wir sind, und dass die Leute immer aufgehört haben zu reden, wenn du ins Raum kamst. Nein, Quatsch. Aber so wurde ich halt angesprochen, weil ich viel größer war am Jungfernstieg. Das war während der WM in Deutschland. Deshalb war das so ein riesen Public Viewing. Ich habe eigentlich gar nicht geguckt, ich wollte nur zur U-Bahn, aber es steht überall, ich wurde beim Public Viewing entdeckt. Und seitdem mache ich das jetzt. Also richtig professionell, so 15. Also ich könnte mir ja vorstellen, ich sehe ja deinen Vater hier und ich habe auch deine Mutter schon mal kennengelernt. Das sind ja so Eltern, die kommen dann auch eher mal mit, wenn die Tochter irgendwo zum Casting geht und da kommt irgendein Agent und erzählt irgendwas von, ich bring dich groß raus. Da ist man ja erstmal skeptisch. Also meine Mama kam immer mit am Anfang zu den Meetings, aber gereist bin ich eigentlich immer schon alleine. Okay. Das Gefühl mir irgendwie liegt besser. Ich möchte mal eine schöne Frau kennen, die von sich selber sagt, ja, ich bin schön. Ich kenne eigentlich nur schöne Frauen, wie sie jetzt auch, die sagen, ja, ich finde mich, also ich war gar nicht und ich bin doch nur, weil ich groß bin. Na, mit 13. Da wären Männer, also ich glaube, wir Männer wären da völlig unproblematisch. Ja, ja, wenn jemand sagt, ich finde sie schön, ja, sagen wir, super. Das ist ja auch das riesige Problem. Endlich mal einer, so. Das ist einfach... Hast du denn dann noch das gut übereinander kriegen können, die Schule damals ja noch? Weil mit 13 kann man ja noch nicht so sagen, wie er jetzt, okay, ich habe da mit 17 irgendwann aufgehört. Sondern das vor allem war das Modeln halt nicht so jetzt mein Lebenstraum. Und zu Hause war es nie so, du solltest das machen, das wäre super toll. Ich wurde halt dann irgendwann ziemlich erfolgreich. 16, 17 habe ich schon sehr viel gemacht. Und dann mit 16 hätte ich schon sehr, sehr viele Kampagnen machen können. Und Gymnasium wäre schwierig gewesen. Mhm. Aber es war bei uns zu Hause eigentlich immer... Normal, du machst das auch. Papa meinte immer, wie Modeln, klar, wenn es dir Spaß macht, wenn es in die Schule reinpasst. Es war nie jetzt entweder oder. Mhm. Also ich musste das Abi wirklich in ganz vielen Flugzeugen und am Set. Gott. Ich habe ganz viele kleine Bücher immer gelesen auf Kampagnen. Und
Ich habe nie wirklich einen Tag gefehlt. Ich bin immer morgens angekommen um 7 kam der Flug an, Montag. Meine Mama hat mich abgeholt mit meiner Schultasche hinten drin und direkt zur Schule. Lukas. Freitag, der letzte und dann Flug. Hast du aber als Einzige in der Schule nicht erzählen dazu. Können, wo du warst, oder? Nee, wollte ich gar nicht. Ich immer so, was passiert am Wochenende? Wo war welche Hausparty? Was habe ich verpasst? Und wo warst du? Bei Calvin Klein auf dem Laufsteg? Ich stand da so rum, 10 Stunden lang, mich bewegt. Oh Gott. Würdest du rückblickend schlimm. Jetzt sagen, also ich meine, jetzt ist ja alles noch mal ganz gut gelaufen, ja. Würde ich mal sagen. Aber würdest du rückblickend sagen, das war eine super Zeit? Oder ja, auf alle Fälle. War schon eine tolle auf Zeit? Auf alle Fälle. Also ich habe so viele Leute kennengelernt. Ich habe wirklich meine Mädels in dem Bereich fürs Leben, würde ich sagen, kennengelernt. Wir sind zusammen aufgewachsen. Wir waren ja alle fast so jung. Also nicht alle so jung wie ich, aber schon so 17 bis 20. Mhm. Wir waren halt so Kinder an so einer erwachsenen, verrückten Welt, wussten alle gar nicht, was so passiert. Und haben halt zusammen trotzdem die jugendlichen Dinge gemacht, nachts in irgendwelchen Hotelzimmern. Ja, ja, klar. Natürlich. Mit Mädchen, sage ich ja, jetzt ja, nicht. Natürlich. Nee. Ja. Selber schuld. Genau. Ich glaube, Calvin Klein war entscheidend ein bisschen für dich, das oder? Das war meine erste Kampagne mit 15, ja. Ja. Und was ist da, der hat dich, glaube ich, als erstes auch über den Laufsteg geschickt. Und, ja. Also ist jetzt nicht er persönlich, er war da nie persönlich, als ich da war. Mhm. Aber ja, es war meine erste Kampagne mit 15 und das habe ich dann auch exklusiv gemacht. Heißt, ich durfte nichts anderes machen, was ja praktisch war, weil ja, ich das wollte ja gar nicht mehr machen. Deshalb war es eigentlich sehr gut. Alle immer so, oh, du darfst nur und alle Kunden so, oh, schade. Und ich so, ja, ganz schade, ich muss eigentlich noch zur Schule. Deshalb ist super. Super, perfekt. Mhm. Also das hat gut geklappt. Rufen dich nur noch die Leute an oder gehst du noch auf Castings? Man sagt ja mal als Model, man geht natürlich irgendwo hin, zeigt sein Buch, stellt sich vor. Musst du das noch machen? Am Anfang, glaube ich, müssen das alle Mädels machen, die den Modenschauenbereich machen wollen. Also am Anfang, klar, lag ich schon ein paar Mal rum mit meinen Büchern, so auch viele Stunden lang nachts mit wirklich, nicht übertrieben, 100 Mädchen zum Teil, alle übereinander irgendwie. Aber so verbindet man sich halt auch. Mhm. Aber das ist nur dieser Modenschaubereich. Das sind so ein paar Wochen. Aber ich hatte schon sehr viel Glück. Also ich wurde schon sehr schnell von mehreren, während ich in der Schule war, halt auch sehr gebucht. Mhm, ich glaube, das war auch so der Antrieb von denen irgendwie. Die können wir irgendwie nicht haben. Die will irgendwie zur Schule, komischerweise. Lass uns die mal buchen. Mhm. Das war irgendwie gar nicht so schlecht. Eine ganz gute Strategie. Ja, und seitdem, ja, machen meine Agenten ziemlich viel. Ja, das ist natürlich perfekt. Man hat ja immer über Claudia Schiffer damals und vielleicht auch über die anderen großen deutschen Models gesagt und auch noch über Heidi Klum, die immer ja noch, also in Amerika fast noch ein größerer Star ist als hier in Deutschland, dass die so German, die German Gründlichkeit und alles irgendwie sehr pünktlich und glaubst du, da ist was dran, dass diese auf deutschen Mädchen Fälle. Besonders diszipliniert sind? Ich bin zum Teil, also nicht selten, wirklich die Erste am Set. Es ist ein weißes Studio und ich komme da rein, weil ich um 9 da sein soll. Ich komme zufällig um 10 vor 9, weil ich noch einen Kaffee holen will. Kein Mensch ist da. Besonders in Paris. Alle kommen so um 9, 10. Oui, ça va, noch mal Kaffee. Ich so, wo sind alle? Ist noch ein Frühstück mit drin. Also ich bin wirklich immer pünktlich. Jetzt komme ich zum Teil 20 Minuten zu spät, damit ich auch gleichzeitig da bin wie alle anderen. Mhm. Ich glaube, das kriegt man schon mit von zu Hause. Also ich wurde schon zu Hause sehr, ne? Licht aus, Tür zu, Hände waschen, Schuhe aus. Richtig. Jetzt ist ja... Licht aus, Tür zu, Hände waschen. Mein Gott. Das ja. Oh, mit Seife. Hallo. Jetzt bist du ja schon eine ganze Weile dabei, also 10 Jahre. Da kannst du ja schon richtig über unterschiedliche Moden sprechen. Haben sich die Schönheitsideale schon so ein bisschen geändert in diesen 10 Jahren? Ich war ja nie wirklich so im kreativen Büro mit drin. Ich war, also die kreativen Köpfe und die Designer und die Castingdirektoren, die uns eigentlich buchen, die ändern sich so viel. Ich habe es mir nie wirklich persönlich genommen, wenn ich jetzt am nächsten Tag nicht gebucht wurde oder gecancelt wurde, weil ich ganz genau wusste, ich weiß nicht, was sie jetzt denken. Vielleicht wollte irgendein Kopf im Büro doch eine Brünette oder doch jemanden, der ein bisschen kürzer ist. Jetzt hat sich es aber ein bisschen geändert durch Social Media. Jetzt ist wirklich Social Media ein sehr großer Punkt. Also jetzt geht es auch oft um, wie viele Follower wollen wir haben und dann geht es eher nach Ästhetik. Also es hat sich schon sehr viel geändert in den letzten Jahren. Okay, also das bedeutet, du musst auch von dir aus und natürlich auch mit Hilfe dein ganzes Social-Media-Programm die ganze Zeit updaten. Und hast du heute schon was gepostet? Ja, weil ich heute Morgen beim UN-Ding war. Nee, das wollte ich nicht hören. Heute Abend. Hast du heute Abend schon was gepostet? Ich habe mein Handy nicht dabei. Na, aber später können wir das machen, oder? Okay. Ich poste dich 20 Mal rauf und runter. Das wäre ganz schön. Wenn du mich auch liken könntest, wäre ganz toll. Darauf bin ich momentan noch angewiesen. Ich mache nämlich seit gestern Social-Media. Seit gestern. Nee, please like me on Facebook, if you like. Facebook hast du seit gestern? Ja. Cool. Ganz cool, oder? Ich bin kein Early Adopter. Aber Barbara ist noch ganz aufgeregt. Wir haben vorhin ein bisschen geübt. Ich habe mich selbst geliked immer. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Du und zwei weitere mögen diesen Beitrag. So, ich dachte, wir kommen.
Sieht man das nicht? Selbstliebe ist, wenn man mit sich selber gut auskommt, ist Barbara erste, hat sich gewundert, dass sie sich selbst geliked hat und dass sie da irgendwie jetzt eine Resonanz von sich selber hat. Ja, ich habe schon erste, haben noch keine Follower, aber schon einen Shitstorm. wir bleiben noch mal ein bisschen bei den schönen Frauen, Till. Wenn du dir eine Frau auf der ganzen Welt aussuchen könntest, die du sozusagen mal vielleicht zu dir auf, keine Ahnung, nach Mallorca einlädst oder so, gibt es irgendeine Frau, wo du sagst, wow, die finde ich Bombe, die würde ich gern mal kennenlernen? Also ich finde die neben mir nicht so schlecht. Ja, ne? ja. Aber für wen ich schwärme, wenn man das so sagen kann, aber eben als eine unerfüllte Liebe, ne? Aber wen ich ganz toll finde, ist Blake Lively. Die Schauspielerin. Blake Lively, okay. Mhm. Okay. Kennst du die? Ich habe gerade The Shallows gesehen. Hast du den gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. David, das ist ihr neuer. Was muss eine Frau haben? Sie muss aussehen wie Iris Berben. Oh. Das kann ich. Oh, nee, das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Die schönste Frau auf der Welt. Ich habe einmal mit der gedreht. Die ist einfach, die fest etwas an und es ist, als würde ein Reh auf die Weide treten. Und ach, das blinzeln. Das ist ja wirklich toll, was du sagst. Ich finde die wirklich wunderschön. Ich bin auch so ein Fan von Iris Berben. Iris Berben. Ich habe auch gerade mit ihr gedreht. Das ist eine Stilikone einfach. 66 auch. Und die sieht aus wie Ende 40. Ach, wir müssen auch immer aufhören, jetzt mal wirklich in diesen Alterskategorien noch zu denken. Weil ich habe jetzt auch wieder Hannelore Elsner in irgendeiner Zeitschrift gesehen. Die hat so gesagt, jetzt hört doch mal mit diesem Botox-Gequatsche auf. Weil man einfach, ich glaube, es hat sich wirklich um 20 Jahre verschoben. Mit 80 können wir anfangen, über Alter zu reden. Aber ich glaube, mit 60... Deswegen darf ich Michael als jetzt 40-Jähriger fragen. Michael... gab es je ein Model, wo du gesagt hast, die würde ich gerne mal, hätte ich gerne mal kennengelernt? Gab es das? Boah, weiß ich, eher Schauspielerin, glaube ich. Also ich war jetzt nie so im Modelbereich. Also ich war ja dann eher immer derjenige, der mit dem satirischen Blick drauf geguckt hat. Habe ja damals die Obsession-Werbung von Kate Moss ja. Also, glaube ich, sehr also anschaulich also verkörpert mit dem statt Obsession, was zum Essen. Und deswegen wäre kein Model wahrscheinlich zu mir gekommen dann. Die haben gesagt, Models waren, als Witze. Student waren Models sehr praktisch. Ich war auf der Filmhochschule in München, hatte nie Geld, aber da sprangen so Models rum. Und die konnte man immer guten Gewissens, wenn man nie Geld hatte, zum Mittag- oder Abendessen einladen, weil die haben nie was gegessen. Da konnte man sagen, iss doch was. Und dann habe ich gesagt, nein, nur ein Salat. Und dann warst du finanziell... Ich glaube, guck dir mal dieses Mädchen an. Die ist ja so gewachsen, das sind die Gene. Ich glaube, du musst noch nicht mal die ganze Zeit irgendwie darum. Und viele Kartoffeln. Du bist ein Bamberger Hörnchen und das war's. Genau. So, das hat dich zu dem gemacht, was du... So. Ich weiß, dass du heute Morgen, du hast es gerade schon in Ansätzen erzählt, mit Ban Ki-moon gemeinsam bei einer großen UN-Versammlung... Den Nachhaltepreis bekommen, deutschen Nachhaltepreis. Genau. Du engagierst dich sehr für Bildung von Mädchen in Afrika. Ja. Ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe, weil jemand wie du, dem hört man eben zu. Ich weiß auch nicht genau, warum, aber irgendwie finde ich das gut, dass ich mal meine Stimme einsetzen kann für irgendwas, das nicht um irgendwie Haare und Make-up geht. Ja. Ein bisschen spannender. Und darüber hinaus gibt es ja natürlich noch so viele Sachen. Du hättest dich ja für alles engagieren können. Ich bin mir sicher, es stapelten sich die Anfragen, wofür du Schirmherrin oder Botschafterin werden willst. Aber du hast dich für die Mädchen in Afrika entschieden. Warum? Das fing eigentlich schon ziemlich früh an. Ich habe jetzt nicht nach einem Charity-Grund gesucht, sondern ich hatte schon früher Patenkinder bei Plan und habe das einfach ein bisschen ausgebaut. Ich hatte ein bisschen Zeit und meinte, ich möchte unbedingt mit euch reisen und bin dann mit denen nach Burkina Faso gefahren, in Westafrika vor 2 Jahren. Letztes Jahr waren wir in Simbabwe und jetzt nennen die mich in 2 Jahren Botschafter für die Because I'm a Girl-Kampagne. Also ich versuche Aufmerksamkeit zu erregen für die Bildung von Mädchen weltweit. Aber ich fokussiere mich gerade auf Afrika, weil ich einfach den Kontinent völlig liebe und da so oft hin möchte, wie es nur geht. Und ist es tatsächlich so, egal wo man hinkommt, dass es immer noch unglaublich ist, dass Mädchen wirklich fast überall außerhalb Europas absolut diskriminiert werden? Ja, nee, das stimmt wirklich. Also in verschiedenen Teilen Afrikas gehen wirklich nur halb so viele Mädchen überhaupt zur Grundschule wie Jungs, einfach weil sie Mädchen sind. Hauptsächlich, weil die Familien halt so groß sind, unter so viel Armut leiden und deshalb den Frauen dann zu Hause bleiben müssen, weil die Familie es nicht als wichtig ansieht, dass das Mädchen auch zur Schule geht. Mhm. Und daran versuchen wir zu arbeiten, dann mit Verkürzung der Schulwege, mehr Schulen bauen, Aufklärung.
Du hast auch privat und für deinen beruflichen Werdegang auch eine Entscheidung getroffen, hast gesagt, du willst zum Beispiel nicht mehr für, als Engel über den Laufsteg laufen, wie wir es gerade so wunderschön gesehen haben, weil du eben gesagt hast... Das ist vielleicht schon eine Fehlinformation, das ist nichts Offizielles, das war eher was Zeitliches letztes Jahr. Okay. Aber es ist ich habe keinen Vertrag mit denen, ich habe nichts Offizielles, vielleicht mache ich es, vielleicht mache ich es nicht. Aber es ist eben so, dass man dann manchmal natürlich bei bestimmten Sachen sich so denkt, okay, gut, dann nehme ich meine Zeit vielleicht lieber und fahre nach Afrika. Generell Zeit, ja, auf jeden Fall. Also ich mache auf jeden Fall Zeit dafür im Kalender, weil es auch wirklich ein Hobby von mir ist. Ich liebe es, dahin zu fahren und das richtige Afrika kennenzulernen, geht auch wirklich besser mit so einer NGO, die einen richtig tief hineinnimmt. Als da sieht einfach man so Sachen, die würde man als Tourist nie sehen. Ich bin danach nochmal als Touri gereist, also Safari, rangehängt an die Zeit. Ich hatte ehrlich gesagt nicht so viel Spaß, weil ich einfach wusste, wie das richtige Afrika aussieht und dass es viel mehr Spaß macht, mit den Menschen richtig tief drin im Feld zu tanzen, als jetzt von denen bedient zu werden. Deshalb macht es mir so am meisten Spaß, man lernt die Leute so am besten kennen. Und ich finde es auch, macht sehr viel Spaß, wieder zurückzukommen und dann die Leute zu nerven. Hier, spende doch mal. Und genau. Ich bin sehr gut im Nerven. Und wenn du nervst, dann hören wir dir sehr, sehr gerne zu. Wir freuen uns total, dass du bei uns bist. Wo gehst du als nächstes hin? Ich fahre... Hast du ein paar Tage? Morgen habe ich frei. Ich gucke mir morgen das Spiel an. Deutschland gegen... Ja, ja. Die Nationalmannschaft ist schon in the town. Ich bin mit Jerome Boateng im Zug gefahren. Nein. Ehrlich? Doch, ja. Und ich er hat mich nicht erkannt. Nein. Also wie auch immer. Tony Gunn ist bei uns.